Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich glaube, ich muss meine Kamera ein bisschen anders machen. Sieht vielleicht so ein bisschen freundlicher aus. Ich habe was bekommen, also hier wird auch irgendwo Werbung stehen. Wir werden jetzt mal was auspacken und dann werden wir uns das auch mal ganz genau angucken. Karton können wir wegmachen. Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich die mal testen wollen würde. Und da meine Tochter sowieso ein neues Headset braucht, habe ich gedacht, naja, klar, warum nicht? Oh, das ist ein Gaming-Headset, i900. Ja. 3,5 mm Klinke. Hertz bis 20 Kilohertz. Ja. 2,2 Ohm. So, da bin ich mal gespannt. Wenn wir das mal. Geh mal runter, Mann. Wenn wir das mal auspacken und gucken, was da alle drin ist. Oh. Mit einer Lederhülle. Also mit einer Lederhülle, das finde ich schon mal sehr geil. Ist ja nicht bei jedem mit bei. Wenn man es dann nicht so oft braucht und im Schrank packen will, ist halt besser, wenn man da eine Hülle drum hat. Eine echte Leder wird es nicht sein. EKSA steht da drauf. EKSA. Also ist da so rein gedruckt, sieht man nicht? Ja. Nur gucken, warum das jetzt hier gerade ein bisschen streikt beim Aufmachen. Ach so, jetzt. So. Da haben wir einmal das Headset drin. Da ist leer. Das werde ich jetzt erstmal die nächste Zeit dann testen, wenn ich mit meiner Tochter zusammen Fortnite-Spieler am Wochenende, vormittags immer, weil da mache ich nicht mein Gaming-Headset, weil ich am PC habe, an. Da mache ich eigentlich immer so ein normales Klinke-Headset an, weil der PC ja dann immer aus ist. Ich packe erstmal aus und dann zeige ich euch, was da mit bei ist. Oh, sogar ein Popschutz ist mit bei. Gut. So, wir haben erstmal Produktprobleme. Info@, also da ist die E-Mail-Adresse und so, falls man Produktprobleme hat. Dann eine Anleitung in Chinesisch, aber auch in Deutsch. Okay, man sollte darauf aufpassen, dass der Klinkeanschluss sauber ist. An Controller kann man es anschließen. An Apple- und Windows-PCs. Gut, dann werden wir mal gucken, was wir da Schönes haben. So, wir haben einmal das Headset an sich. Ist auch Metall und nicht Plastik an der Seite. Jetzt gucken wir mal, ob das. Oh, das, was man verstellt, ist auch Metall. Das finde ich sehr gut. Auch die Farbauswahl finde ich sehr gut. Ich bin halt kein Freund davon, dass die Kabel hier so draußen so öffentlich liegen, aber wenn das hier Metall ist, wo soll man das sonst hinmachen? Schon verständlich. So, dann haben wir ein Bedienfeld. Logischerweise auch aus Plastik, aber es sieht, wirkt im Schnitt jetzt. Ja, immer noch nicht so High-End-Qualität, aber besser verarbeitet als einige andere Headsets, die günstig sind, hat auch keine scharfen Ecken, Kanten oder so. Wir haben halt jetzt nur hier direkt darauf die Mute-Funktion und hier laut und leise. Ich finde es sehr gut, dass die Mute-Funktion so schön fett groß ist, dass wenn man hier dann so auf hat, dass man dann halt Mute machen kann. Weil ich hatte es schon bei einigen Headsets, da war es dann hier an der Seite so ein ganz fitzliger kleiner
Schalter, total widerlich. Da konnte man nichts einstellen. Hier hat man schön groß, kann man zack, zack, das ist super. So, wir haben nur einen, der auch sogar abgedeckt ist. Klinkeanschluss. Und ihr seht, drei Striche sind da drauf. Seht ihr das? Ja. Der ist halt für alles da. Das hatte ich ja schon in den einen oder anderen Video erklärt. Ein Strich Mono, zwei Striche Stereo, drei Striche plus Stereo plus Mikrofon. So, wir haben dann auch, wo ist denn das Mikrofon? Achso, das haben wir hier einzeln. Wir haben das Mikrofon einzeln. Wird auch mit einem Klinkeanschluss festgemacht. Das gucken wir uns gleich im Hardware-Video dann genau an. Dann haben wir aber auch noch einen Adapter. Da kommt ihr von 3,5 mm Klinke auf 2 3,5 mm Klinke. Das ist halt praktisch, hier geht da rein mit dem Headset. Und ihr habt da hier zwei. Die leider nicht beschriftet sind. Ach doch, da ganz leicht drauf gedrückt. Mikrofon und ein Kopfhörer. Also da ist Verbesserung. Da wäre Verbesserung. Das sieht man ganz, ganz schlecht, dass da so eine Erhöhung ist, wo Mikrofon und Kopfhörer drauf ist. Die vielleicht denn doch eine andere Farbe oder wenigstens hier oben die Kappe hier oben, dass da hier so was Buntes dran ist. Ja, oder allgemein, weil das hier siehst du es nicht. Also sehr schlecht. Und wir haben einen Popschutz. Das werden wir uns dann gleich alles im Hardware-Video angucken. Ich muss dann noch ein bisschen vorbereiten. Achso, an meinem Handy kann ich es ja gar nicht testen. Da ist ja gar keine Klinke habe. Na, ich werde auf jeden Fall. Dann machen wir hier gleich. Machen wir gleich mit eben. Ach, scheißegal. Machen wir Qualität hier gleich alles mit eben mal. Unboxing, Hardware, alles in eben. Und dann teste ich es erstmal und dann, weil wir sollten da zeigen, wie man Klinkeanschluss anschließt. Ich denke mal, das wisst ihr alle. Ich mache mal den Popschutz drauf. Also. Also da gibt es kein Hexenwerk, wie man ein Mikrofon anschließt, wie man ein Headset anschließt. Ein Klinkeanschluss. Ist ein Kabel drin, fertig. So, Popschutz haben wir drauf. Der sitzt auch sehr fest. Mikrofon kann man auch biegen. Ich bin mal gespannt. So, und dann kommen wir erstmal hierzu. Die Polsterung finde ich okay. Geht gut rein. Auch hier oben ist ein bisschen gepolstert. Auch die Polsterung an den Ohren ist okay. So, wo ist denn hier rechts, links? Oh, das finde ich toll. Draußen, man muss nicht hier hingucken, man kann von draußen hin rechts, links. Super. Und der Trager kommt vor. Oh, hier ist das so ja mit Klettband zugemacht. Finde ich auch sehr gut. So ja mit Firmenlogo. Finde ich toll, so ein Gimmick. Sie sitzen fest. Nicht zu fest. Ich höre trotzdem noch Umgebung. Also sind jetzt nicht die, wo wirklich angepresst wird, wo du von außen nichts mehr hörst. Hier höre ich schon noch was. Ja, und selbst mit meinen großen Ohren und den Ohrringen habe ich hier keine Probleme. Selbst ein paar Ohrringe stehen hier draußen, seht ihr das? Ich hoffe, man sieht das vielleicht im Video, dass hier so ein paar rausgucken. Aber es tut nicht weh, gar nichts. Also Tragekomfort ist schon mal sehr gut. So, jetzt müssen wir aber mal gucken. Ach, hier. Hier kommt das Headset dran. Headset. Das Mikrofon. So, und dann setzen wir uns das Headset nochmal auf. Ja. Und dann könnt ihr praktisch mit dem Mikrofon, mach mal so, dass ihr das vielleicht so ein bisschen von der Seite seht, so. Könnt ihr komplett wegbiegen. So. Oder halt zum Mund machen. Oder nach oben. Moment. So, Post. Die große geht gerade ran.
So, dann können wir das hier komplett drehen. Auch das Mikrofon können wir so ein bisschen drehen. Also für die Leute, die abends sehr leise reden müssen, weil dass die Nachbarn nichts hören, macht man sich das dann halt dran und redet dann im Flüsterton und kommt trotzdem genug an. Und für die, die brüllen so wie ich, dann lieber so ein Stück weiter weg. Und dann passt das schon. So. Aber wie gesagt, der Tragekomfort, den finde ich eigentlich ganz okay. Finde ich ganz gut. Was ist denn das alles? Okay. Muss ich gleich mal gucken, was das alles ist. Kann nur sein, dass Frauchen schon wieder was bestellt hat und dass das jetzt kommt. Also Tragekomfort wirklich bin ich leider bei manchen anders gewöhnt. Da war dann nicht so. Und der Knopf schön dick. So, das werde ich jetzt Wochenende mit meiner Tochter austesten. Und mit Freunden, wenn wir Fortnite spielen, werde ich an der PlayStation testen. PC-Zocker bin ich nicht, aber ihr könnt es für die PlayStation benutzen, ihr könnt es für den PC benutzen. Ihr könnt es nicht direkt für die Xbox benutzen, weil da weiß ich jetzt nicht, da soll wohl der Klinkeanschluss am Controller größer gemacht worden sein. Von 2,5 oder 1,5 Klinke auf 3,5. Also auf den normalen Klinkeanschluss. Wenn ihr jetzt eine Xbox 360 habt zum Beispiel und da ist dieser ganz kleine Klinkenanschluss dran am Controller, da geht das nicht. Ist ein normaler 3,5 mm Klinke wie am Walkman, kennt man ja nicht mehr, aber MP3-Player oder was weiß ich, oder am PC sind ja die großen auch meistens dran, die ganz normalen, gibt ihr noch größer, dann könnt ihr das auch für die Xbox nutzen. Sonst nicht. So. Das war zum Unboxing und zum Hardware-Video. Ich werde die jetzt testen und euch dann in 1 bis 2 Wochen ein Fazit geben, weil ich kann es halt dann nur tagsüber mal zwischendurch mal testen. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sie sich schlagen. Link dazu mache ich euch in die Videobeschreibung. Ja, Mausi kommt auch, will auch nochmal. Die ist sehr, sehr liebebedürftig heute. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Rollig dürfte sie nicht werden. So, ich bin dann mal weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.